So, und damit herzlich willkommen zu The Entity. Ja. Wir hier bei The Entity. Es gab wohl ein Halloween-Update. Willkommen bei der Entität. Die Symbole, die Sie auf der linken Seite sehen können, sind extrem wichtig und Sie werden nach ihnen Ausschau halten müssen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fortsetzen. Ja. Hat sich hier jetzt was verändert? Unity C. Die Leiste zeigt die Menge an Energie. Ja, kennen wir ja. Hallo Jack, hast du ihn schon gesehen? Wenn nicht, in Panik. Bitte tu ihm nicht weh. Er wurde in der Behausung gehalten, bis deine Mutter anfing, ihn zu hören. Ach ja. Wir kennen das, ja? Klappe. Bevor er in den Keller gebracht wurde, lebte er im Wald. Ich habe ihn und seinen gesehen. Jedenfalls habe ich ihn aufgenommen, weil er verletzt war, weshalb er verkohlt. Deshalb ist er verkohlt, er ist blind, hat aber ein extrem gutes Gehör und Geruchssinn. Wenn sie sich neben ihm befinden, stehen Sie still, tun Sie nichts, bis er sich entfernt. Stimmt, wir müssen ja... Das liegt jetzt am Boden, okay. Wie war das nochmal? Hier war jetzt aber nichts, ne? Nein. War hier einer? Hier auch nicht? Hi. Der war neu. Okay. Hi, Mr. Kürbiskopf.
Ja, das ist Halloween. Ein Schädel im Klo. Wie ging's weiter? Müsste das Ding nicht zuklappen? Okay, dann eben nicht. Dieser Teddy verfolgt uns. Du bist auf jeden Fall neu. Außer mir kannte niemand etwas von ihm. Nicht einmal dein Großvater. Er würde fragen, warum er nicht in den Keller gehen konnte. Aber ich würde immer eine Entschuldigung finden. Die Männer in Anzügen kamen ein paar Mal, aber sie fanden nie etwas. Ich hoffe es. So, für den blöden Code müssen wir mal kurz eben... Ach, hier. Das wird ja jetzt bestimmt keine langwierige Sache wieder. Brief 3 ist die 1. So. Noch ein Halloween-Kopf. Und das Essen sind wir noch nicht mehr geworden. Die kannte ich auch noch nicht. Oh, wie waren die nochmal? Naja, egal. Da müssen wir es halt auf die normale Art und Weise finden. Blut. Kürbisse. Ein Klo, ein Hexenklo. Oh, das haben die auch ein bisschen heller alles gemacht hier, ne? Ernsthaft? Die haben jetzt wirklich Kürbisköpfe, die... Aliens. Das ist mein Vater. Ich werde mich rächen, weil du uns... Ja, wir haben dich vom Himmel geholt. Mit Sicherheit. Ich saß da, bis deine Großmutter mich gefunden hat. Und hat mich... ausgehöhlt und zur Suppe gemacht. Ach, das sind die Wurzeln. Aber ich verstehe das nicht mit dem offenen Ziele. Ich weiß den Code nicht mehr. Wo hat man den Code gefunden? Noch so ein Scheißschädel. Da war nichts. Hi.
Was? Das ist... Was? Das ist neu. Okay, deine Leute kommen wieder. Von mir aus. Obwohl sie kamen, hatte ich das seltsame Gefühl, dass sie nicht nach ihm suchten. Vielleicht suchten sie nach... Vergiss es. Hast du jemals bemerkt, wie viele verdammte Türen in diesem Haus eigentlich... Haus eingeschlossen sind? Zugeschlossen, oder? Deine Mutter war sehr seltsam, wenn Türen verschlossen wurden. Sie würde immer die Schlüssel auf den Klavieren und auf Möbeln verstecken. Zum Schließen. Ja, das... Aber wir haben jetzt trotzdem keinen neuen Schlüssel. Okay, da die hier neue Sachen drin haben, nicht nur dieses Halloween-Gedöns. Ich habe ihn zurück in den Keller gebracht. Frag nicht wie. Denn du willst es nicht wissen. Soll ich ihn einfach gehen lassen? Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht einmal, warum ich ihn hier behalte. Oh, da ist auch ein Vorhängeschloss an der Bürotür. Der Code ist 2243. Sekunde. Was für ein Arsch. Scheiße, er stieg aus dem Keller. Gut, dass du und deine Mutter im Urlaub sind. Er murmelt immer, dass er mich bekehren will. Keine Ahnung, was er meint. Vielleicht will er, dass ich so wie er bin. Brief 6. 3, 4, 5. Oh, hierhin. 6. Die 2. Hallo, Babykürbis.
Hallo, Schlüssel. Geh weg. Okay, ganz ehrlich. Das gefällt mir gar nicht. Nummer 5 ist 1. Die Menge an Dingen, die hier oben passiert sind, ist verrückt. Hier sah ich ihn zum ersten Mal, weißt du. Ich hatte die Vorhänge hoch und sah ihn einfach in seinem eigenen Blut sitzen. Du weißt, ich habe gerade bemerkt, wie groß die Verschwendung dieser Notizen ist, wenn du sie nie liest. Lass uns hoffen, dass du es tust. Na komm. Ganz ehrlich, der sieht doch eher aus wie ein Kerl in einem Kostüm. Und sieht doch die Hände. Hä? Was? Wir werden dich töten. Warum? Hier wieder Dreck. Ey, Lüge. Oktober. Nee, jetzt sogar November. Oh, ich hasse dich.
Super, ich darf mich nicht bewegen und der geht aber auch nicht. Sie kam heute wieder einmal wieder vorbei. Ich glaube, Sie wissen, dass er hier ist. Sie haben sich Ihre Zeit genommen, seit er seit 7 Monaten hier ist. Ich musste gestern ins Krankenhaus. Er stieg wieder aus und ich merkte es nicht. Bekam ich mit einem ziemlich guten Kratzer über meinem Arm. Musste dem Krankenhauspersonal sagen, dass es der Hund war. Echt miese Aktion. Hau mal ab. Ernsthaft? Wie viele gibt es denn von den Freaks? Da, guckt man die Unterarme an. Der hat doch Klamotten an. 2, 2, 4, 3. Gib mir den scheiß Bogen. Jack, ich werde bald sterben. Ich kann es fühlen. Bitte. Ich weiß, dass ich gesagt habe, um ihn am Leben zu halten. Aber tu es nicht. Er ist schlecht und will dich verletzen. Öffne niemals den Keller. Ich habe ein Vorhängeschloss angebracht, damit du oder jemand anderes nie runterkommen kannst. Erinnerst du dich an Note 6? Nun ja. Er will mich dazu bringen, so zu sein wie er. Ich habe irgend so einen Brief übersehen. Aber wo? 6. Da ist er noch. 9, 6. Also 6 ist definitiv am Ende. Halt die Klappe. So. Ich will nochmal ganz kurz gucken, an welcher Position ungefähr das hier war. Ach, hier gab es gar keine. Der kann einen doch töten? Was ist denn hier passiert? Bin ich eigentlich komplett daneben? Moment.
1216. Okay, versuchen wir es mal. Eins, zwei, eins, sechs. Eins, zwei, eins, eins, zwei, sechs. Nein. Sechs, eins, zwei, eins, nein. Ich habe hier überhaupt nichts mehr. 1, 6, 2. Schon wieder. Es ist deine Schuld. Du tust uns weh. Wir werden dich verletzen. Was? Sie benötigen den. Kürbis? Gut. Hallo. Der tut mir leid. Ein Riesenkürbis? Ah! Was bist du denn? Schlimm, wenn man jedes Mal aus dem Spiel rausgehauen wird. Kürbisköpfe. Die Nacht der Kürbisköpfe. Was ist mit den Schatten los? Epileptische Schatten, okay. Brennende Rehe. Hi. Bambi. Alter, ist das eklig. Den Rest deines Lebens in... Wo?
Wo soll ich genießen? Sag mir wo, bitte. Klingen? Trotzdem, mir gefällt das Spiel immer noch. Auch wenn es echt mini ist und... Ja. Aber es wird immer weiter dran rumgebastelt. Mir gefällt's. Ich find's gut. Gucken wir mal wieder reingucken. Und trotzdem, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.